herzlich willkommen zu unserer Fahrzeug-Challenge. Wir haben uns heute mal was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar haben wir drei Teams gemacht. Die stellen wir euch gleich vor und versuchen, mit den gleichen Bedingungen zusammen Fahrzeuge zu bauen. Und zwar hat jeder genauso viel Platz wie normalerweise in einer Garage, also ein Zelt hier, 500 Euro Budget und eine Woche Zeit, ein Fahrzeug zu bauen. Wir stellen euch jetzt mal die Teams vor. Hey, wir sind Team Mülltonne. Und wir werden die anderen mit dieser Mülltonne abziehen, indem wir da voll das fette Kart dran schrauben. Und dann macht's und dann ziehen wir die anderen ab. Bei uns im Team setzen wir auf Tradition, deswegen haben wir uns eine waschechte Badewanne besorgt. Wir machen da jetzt links und rechts zwei Fahrräder dran und die motorisieren wir dann mit E-Bike-Motoren. Außerdem haben wir Hinterrad- und Vorderradfederung dann. Also wird krass geländegängig und krass schnell, also wird einfach geil. Wir ziehen einfach jede Mülltonne in Dreck. Locker. Jeder kennt das, wenn man gemütlich auf dem Sofa sitzt und gar keinen Bock hat aufzustehen. Deswegen bauen wir hier jetzt auf dem Sofa vier Reifen dran. Damit können wir dann überall mit dem Sofa hinfahren. Ja, schön, dass die anderen gewinnen wollen. Wir kommen dafür entspannt ins Ziel. Bei dem Projekt hier bin ich jetzt leider nicht dabei, weil ich die nächsten Tage noch mal in der Schweiz unterwegs bin. Aber macht euch keine Sorgen, mir geht es soweit echt gut. Ich habe euch jetzt auch noch mal ein Gesundheitsupdate auf dem Lifeline-Kanal hochgeladen. Beim Rennen am Ende ist der Philipp auf jeden Fall wieder am Start. Genau, dann sehen wir uns. Bis dann! Wir haben die beiden krassen Fahrräder hier für 25 Euro von eBay Kleinanzeigen. Die flexen jetzt erstmal klein. Jetzt wird geflext. Wir haben diesmal keine Stahlbadewanne genommen, deswegen konnten wir da nichts direkt dran schweißen und haben erstmal so einen Rahmen gebaut, an den wir dann die Fahrräder dran gemacht haben. That's smart, not hard. Ich habe eher eine Schubkarre gebaut hier, aber das federt schon mal mega geil. Da staunen die anderen. Als erstes haben wir alle unnötigen Teile vom Sofa abgebaut und dann eine Verstärkung aus Holz unten dran geschraubt, damit es auch wirklich unser Gewicht aushält. Dann haben wir an allen vier Ecken Stützen festgeschweißt, wo wir jeweils ein halbes Fahrrad dran befestigt haben. Daniel, das ist kein Werkzeug. Warum hängst du das auf? Wollen Sie auch schon gemütlich haben, solange wir hier arbeiten? Perfekt. Alter, krass. Um dieses Sofa hier anzutreiben, benutzen wir zwei Reifen vom E-Bike und wenn ich alles richtig zusammenbaue, erreichen wir 50 km/h damit. Was? Daniel hat mir gesagt, ich soll die Bremsen abbauen. Das heißt, wir haben keine Bremsen, wenn wir auf 50 km/h beschleunigen. Oh. Ach, heiß. Nein! Das ist spiegelverkehrt, Kacke. Ich habe die Lenkung aus Versehen spiegelverkehrt rum drauf gebaut. Jetzt ist es so, wenn ich nach links lenke, lenken die Reifen nach rechts. Das heißt, du lässt es so? Ja, natürlich. Kein Bock, das noch umzubauen. Das ist zu viel Arbeit. Oh mein Gott. Ich
Team Sofa kann nicht manövrieren. Das Fazit ist, funktioniert scheiße. So war das Lenken echt viel zu schwer, deswegen haben wir es am Ende doch nochmal umgebaut. Eine kurze Sache noch, und zwar ist dem Daniel, der hier dieses Team mit dem Sofa geleitet hat, in der Zeit, als er hier gearbeitet hat, am Abend das Haus abgebrannt. Da hat seine ganze Familie drin gewohnt, die haben es jetzt echt nicht einfach. Wenn ihr ihn unterstützen wollt, habe ich euch einen Link in die Beschreibung gemacht, da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen, würde uns mega freuen. Das alte Kart haben wir für 300 Euro von eBay Kleinanzeigen bekommen. Ja, der Motor hier ist jetzt schon 130 Jahre alt, deswegen schauen wir mal, ob der noch läuft. Wenn nicht, habt ihr ein Problem, oder? Ja, das wäre scheiße. Voll gemacht, jetzt stinkt das ganze Zelt. Ja, scheiße. Damit die Mülltonnen draufpassen, mussten wir den Rahmen umbauen und dazu haben wir erstmal alle Teile runtergeschraubt. Als nächstes habe ich das Go-Kart verlängert, damit die beiden Mülltonnen draufpassen. Unser Motor hat 5,5 PS, damit ziehen wir die anderen Teams locker ab. Go-Kart-Reifen hier sind uns einfach viel zu klein, deswegen kommen hier jetzt richtig fette Schubkarrenreifen drauf. Ohne Kugellager haben die Schubkarrenräder perfekt auf die Achse gepasst. Das war ein krasser Zufall. Die Frage war jetzt nur, ob die Reifen die Belastung beim Driften aushalten. Also die Hinterräder sind schon mal richtig geil. Jetzt kommen hier vorne noch die zwei Vorderräder dran. Das machen wir jetzt so wie bei einem Auto, dass sie parallel lenken. Um dieses ganze Projekt mit den verschiedenen Gruppen zu finanzieren, haben wir einen Sponsor gebraucht. Da nochmal ganz, ganz vielen Dank an Blinkist. Das ist eine App, wo ihr Sachbücher zusammengefasst anhören könnt. Da gibt es über 3000 Bücher zur Auswahl. Und zwar habt ihr hier verschiedene Kategorien. Da könnt ihr euch auswählen, was ihr besonders interessant findet. Ich finde es zum Beispiel ganz cool beim Radfahren oder auch hier in der Werkstatt kann man sie einfach so nebenbei anhören. Jeden Monat kommen da 40 neue Titel dazu. In die Beschreibung habe ich euch jetzt nochmal einen Link zu blinkist.de/reallifeguys gemacht. Wenn ihr da drauf geht, kriegt ihr 25% Rabatt auf ein Jahresabo Blinkist Premium. Und außerdem könnt ihr das da nochmal 7 Tage testen, um rauszufinden, ob das was für euch ist. Also kostenlos natürlich. Wir hatten echt ganz schön Glück gehabt, dass wir zwei genau gleiche Fahrräder gefunden haben. Sonst hätte das Ganze wahrscheinlich ziemlich komisch ausgesehen am Ende. Wir haben jetzt hier an die Lenker jeweils zwei Kugelgelenke fest. Ah, ist noch heiß. Und da kommt jetzt eine Gewindestange dazwischen, dann machen wir eine Lenkung wie beim Cat Car. Die Lenkstange haben wir aus dem alten Wasserrohr gemacht. Da haben wir hinten einfach eine Schraube reingeschweißt. Dann hatten wir da ein Lager, damit das Ganze drehbar ist. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Lenkrad. Da habe ich gestern eins für 15 Euro von eBay Kleinanzeigen gefunden. Ich finde, es sieht ziemlich geil aus. Das muss jetzt hier vorne dran. Wir schauen jetzt mal, wo das Lenkrad hin muss, ob da überhaupt genug Platz ist, dass wir da beide drin fahren können. Und wir wollen schon zu zweit in unserer Bahnwanne fahren. Also ein bisschen kürzer muss es noch, aber sonst passt's. Hey Julian, was machst du da? Voll Einsatz geben. Geil! Hey Julian, musst du bremsen hin? Brauchen wir nicht. Wer bremst, verliert. Also verlierst du schon mal nichts? Nein. Ich will mit dem Ding auf jeden Fall jeden Tag zur Arbeit fahren. Ich finde, das sieht so geil aus.
Genauso wie mein Schutzbrille. Wir wechseln jetzt die Hinterräder gegen E-Bike-Räder aus und bocken dafür jetzt mal das ganze Gestell professionell hoch. Die E-Bike-Motoren haben jeweils 1000 Watt, das heißt, wir haben zusammen fast 2 PS und sollten so ungefähr 45 km/h fahren können. Ich kann nicht mal mit einem Auge zwinkern. Hey Julian, was machst du da? Komm, komm! Du hast es gleich! Ey, willst du probieren? Also Julian gibt auf. Nee, ich hab's vorgelockert für Julius. Das Pedal ist aber auch hier echt an der Scheißposition. Hat sich die Mucke wohl im Mund. Das ist so anstrengend. Aktuell wird hier in allen Zelten mega hart gearbeitet. Was ist denn hier los? Was? Tschin. Macht ihr Teepause? Ja. Falsch. Minus 10 Grad sind hier. Bei der Probefahrt ist uns dieser Reifen hier leider weggeknickt. Deswegen müssen wir den jetzt ersetzen. Den schmeißen wir weg. Also ich habe jetzt einen neuen Vorderreifen abgeflext und den stecken wir jetzt hier vorne rein. Hörst du mich? Was? Ich bin sau neidisch, ich auch gern. Janet, wie findest du die Farbe geworden? Ich finde, die ist richtig gut geworden. Die habe ich mir auch ausgesucht. Wir schrauben jetzt die 4 Reifen wieder dran. Dann muss nur noch die Elektronik gemacht werden und dann können wir mit dem Rennen beginnen. Nicht beginnen, sondern gewinnen. Ah. Janet, was hast du gerade festgestellt? Unser Reifen hat einen 8er. Sie ist damit gegen die Wand gefahren, als wir es getestet haben. Ja, und wer hat mich angeschoben? Daniel. So, dann starten wir jetzt den finalen Test für morgen. Auf geht's. Oh mein Gott, das ist so geil. Nach dem Test bist du jetzt zuversichtlich, dass ihr morgen die anderen abzieht? Also ich glaube, wir sind auf jeden Fall gut dabei. Das Einzige ist, wir haben halt keine Bremsen, aber fürs Gewinnen braucht man ja keine. Wenn man die Lenkung umstellt, kann man mit dem Sofa geradeaus fahren. Oha, was für ein krasser Ingenieur hat das entworfen. Bei der Probefahrt hat Janett so laut geschrien, dass ich jetzt einen Tinnitus im Ohr habe. Deswegen mache ich doch eine Bremse dran, einfach zum Selbstschutz. Hast du irgendwas dazu zu sagen? Nee, finde ich gut. Also ich bin nicht ganz so lebensmüde wie Daniel, deswegen... Die Mülltonnen haben wir bei eBay Kleinanzeigen für 20 Euro bekommen. Die haben wir nicht geklaut. Die benutzen wir jetzt als Karosserie für den Rennwagen. Und wie gefällt's dir? Ich bin beeindruckt. Passt du rein? Ja, ich passe rein. Dann ziehe ich euch alle ab. Oh, ich fahre hier gleich runter. Das passt doch schon ganz gut. Sieht ja schon wie ein Rennwagen aus. Ich mache jetzt hier noch das Einstiegsloch rein. Schneide ich jetzt hier so einen kleinen Halbkreis aus. Setze mich mal rein. Schau mal, wie das mit den Armen ist. Das ist geil. Das wird lustig, damit zu fahren. Okay, also wir müssen jetzt hier auf jeden Fall noch bis hier vorne ungefähr was rausschneiden, wegen dem Lenkrad, damit man hier auch greifen kann. Ich dachte, du zeichnest was Sinnvolles. Meine Pedale sind auch natürlich Stücke aus einer Badewanne rausgeschnitten.
Die Pedale haben wir dann an Gewindestangen geschweißt und die mit den Hinterradbremsen und den E-Bike-Motoren verbunden. So, wir haben die ganzen Fahrzeuge jetzt endlich fertig gebaut. Ich finde, die sind alle echt irgendwie richtig geil geworden. Wir fahren jetzt eine Runde hier mal ein kleines Rennen. Ich bin richtig gespannt, wer da gewinnt. Was los? Unsere Bremse ging nicht und bevor ich da vorne reingefahren bin, musste ich hier runter in die Baustelle. Aber es war schon sehr abenteuerlich hier, die Fahrt. Okay, also zweiter Startversuch. Ich glaube, für das Rennen gibt es einen eindeutigen Gewinner. Wir machen jetzt nochmal so ein paar kleine Härtetests. Ich schau mal, wie Offroad-fähig mein Teil wirklich ist. Und der bleibt trotzdem also mal ein bisschen driften. Das will ich jetzt schon mal sehen. Hier gibt es auch eine kleine Offroad-Strecke. Ich fahre da jetzt mal hoch. Keine Ahnung, ob es eine gute Idee ist, aber wir testen es mal. Sicherheit geht vor. Jetzt hier, schon jetzt chillig da hinten. Ja, nein. Wir haben es tatsächlich noch geschafft, gestern Abend alle Gefährte Schrott zu fahren. Und zwar ist bei mir hier vorne die Lenkstange kaputt gegangen. Mein Bleibtreu, das eine Rad hier, der hat einen Platten gekriegt vom Driften. Und hier hinten hat sich ein Rad weggebogen. Das müssen wir jetzt erstmal reparieren, dann geht's weiter. Ja, das ganze Projekt hat mal wieder mega viel Spaß gemacht, vor allem jetzt das Rennen am Ende. Und ich würde sagen, dass jeder irgendwie auf seine eigene Art und Weise gewonnen hat. Also bei der Geschwindigkeit war ja ein klarer Gewinner da. Sonst ist Johannes Badewanne auf jeden Fall am Gelände gängigsten. Außerdem ist eine Badewanne, deswegen hat es eh gewonnen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr am besten fandet. Die Couch war am gemütlichsten. Dann nochmal kurz zu unserem Sponsor Blinkist. Nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass ihr das Video überhaupt möglich gemacht habt. Da gibt es, wie erwähnt, 25 Kategorien, in denen ihr euch Bücher, also kurze Zusammenfassungen davon auswählen könnt. Ein Buch, was ich besonders cool finde, ist das Buch Gewaltfreie Kommunikation. Da kann man echt viel draus lernen. Zum Beispiel, wie ich hier mit meinem Kollegen bei so einem Projekt umgehe. Und auch generell die ganze Kategorie Produktivität. Da kann man auf jeden Fall so einiges mitnehmen. Jeden Monat kommen da 40 neue Titel dazu und ihr könnt es echt so im Alltag einfach, echt wenn ihr gerade sowas bastelt, dabei anhören. Ich finde, dafür ist es echt richtig gut geeignet. Da gibt es am Ende von den Blinks auch oft nochmal praktische Tipps und Tricks für den Alltag. Und wenn euch das richtig interessiert, das Buch, was ihr gerade lest, dann gibt es auch oft nochmal das ganze Hörbuch. Da gibt es sogar das Hörbuch von meinem Bruder. Das könnt ihr da in voller Länge anhören. Dann schaut gerne mal in der Beschreibung vorbei. Da habe ich euch den Link blinkist.de/realifeguys reingemacht. Da kriegt ihr 25% auf ein Jahresabo und ihr könnt das Ganze natürlich 7 Tage vorher nochmal kostenlos testen. Und dann schreibt auch nochmal in die Kommentare,
auch, ob wir sowas öfter machen sollten. Vielleicht können wir auch mal alle, jeder baut ein Boot oder sowas machen, keine Ahnung, oder ein Floß. Dann würden wir uns mega freuen, wenn ihr mal bei dem Link vorbeischaut für den Hausbrand von Daniel, um da ein bisschen mitzuhelfen. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da. Bis dann. Ciao. Ciao. Achso, du bist schon. 100%. Der Tag des Rennens ist gekommen und auf der Couch wird nur gegessen.